Kamala Harris hat schon jetzt Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Frau im Amt der US-Vizepräsidentin. An der Seite von Präsident Joe Biden führt sie nun die Vereinigten Staaten an. Hier kommen 5 Fakten über die Powerfrau, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Erstens: Kamala Harris ist Juristin. Vor ihrer Karriere in der Politik war Kamala als Staatsanwältin in San Francisco tätig. 1989 schloss sie ihr Studium der Rechtswissenschaften an der University of California ab. Als Bezirksanwältin war sie unter anderem darum bemüht, ehemaligen Kriminellen eine zweite Chance zu geben. Zweitens: Sie setzt sich für Frauenrechte ein. Kamala steht nicht nur symbolisch, sondern aktiv für die Rechte der Frauen. 2017 sprach sie beispielsweise beim Women's March in Washington DC und erklärte: "Es gibt nichts, was kraftvoller ist als eine Gruppe entschlossener Schwestern, die sich für das einsetzen, was richtig ist." Drittens: Kamala ist die Tochter von Einwanderern. Ihre Mutter emigrierte 1960 aus Indien in die USA und ihr Vater stammt aus Jamaika. Kamala selbst wurde 1964 in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien geboren. Viertens: Sie unterstützt die LGBTQ+-Community. LGBTQ+-Rechte stehen weit oben auf Kamalas politischer Agenda. Bereits als Staatsanwältin unterstützte Kamala den Kampf um die gleichgeschlechtliche Ehe. Nun will sie mit Joe Biden den Equality Act verabschieden, ein Gesetz zum Schutz der LGBTQ+-Community. Fünftens: Kamala wollte US-Präsidentin werden. 2019 stellte sich Kamala selbst als Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten zur Wahl. Wegen niedriger Umfragewerte zog sie ihre Kandidatur allerdings wieder zurück. Doch was nicht ist, kann noch werden. Nach der Amtszeit von Joe Biden hätte Kamala gute Chancen, das Amt der US-Präsidentin zu übernehmen.